Grüß Gott, Herr Candussio. Grüß dich. Und zwar geht es ja heute ums Interview. Genau. Wie alt sind Sie? Ich bin 40. Haben Sie eine Freundin? Ich habe Familie. Ich habe Kinder? Ich habe einen Sohn, der ist 5,5 Jahre alt. War schon immer der Beruf Lehrer Ihr Traum? Nein, nicht immer. Aber man ist da mal so ein bisschen reingerutscht und da ich festgestellt habe, ich kann sonst auch nichts anderes. Bin ich heute dabei blieben. Was unterrichten Sie? Biologie und Chemie. Warum haben Sie sich entschlossen, Lehrer zu werden? Also nach mehreren erfolglosen Überlegungsversuchen, was ich so machen kann, habe ich mir gedacht, naja, das probierst du jetzt einmal. Und ja, dann hat sich herausgestellt, das taugt mir eigentlich recht gut. Und ja, deswegen bin ich Lehrer geworden. Mögen Sie Ihren Beruf? Ja, freilich. War ja schlimm, wenn nicht. Woher kommen Sie? Aus der Nähe von Vilshofen. Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? Alles, was in irgendeiner Form mit Musik zu tun hat, also sei es hören, Musik machen, in Bands spielen und so ein Zeug, also Hauptsache Musik. Wie reagieren Sie auf Kritik von Führungskräften oder Mitarbeitern? Also natürlich muss man sich überlegen, ist die Kritik gerechtfertigt? Wenn ja, und davon gehe ich ja aus bei einer Führungskraft, dann nimmt man sich das schon zu Herzen und schaut, aha, war jetzt nicht so gut, was ich da gemacht habe, versuche ich es nächstes Mal besser zu machen. Wenn ich mir selber denke, naja, eigentlich passt es schon so, wie ich es gemacht habe, dann muss man halt schauen, dass man einen Kompromiss findet. Wo sehen Sie die Grenzen eines Schülers? Du meinst jetzt leistungsmäßig oder? Also leistungsmäßige Grenzen wahrscheinlich nur in der Motivation. Weil grundsätzlich haben wir so ein hochqualitatives Schülermaterial da in der Realschule, die können alles erreichen, die müssen halt nur wollen. Wie lange schätzen Sie, brauchen Sie, um sich richtig an unsere Schule bzw. Mitarbeiter und Schüler zu gewöhnen? Das, glaube ich, ist bereits passiert. Also jetzt haben wir wie lange Schule? 4, 5 Wochen? Das war relativ schnell vorbei. Was war an unserer Schule Ihre schlimmste Unterrichtsstunde? Aus Schüler- oder aus Lehrersicht? Beides. Beides, okay. Lass mich nachdenken. Naja, so richtig schlimm war es noch nicht. Also, dass ich sagen müsste, das war jetzt... Schlimm nicht. Vielleicht langweilig, okay. Aber nicht schlimm. Na gut, das war's. Das war's? Alles klar.